Hallo und willkommen. Heute befassen wir uns in Bezug auf den Widerstand während des Nationalsozialismus mit der Roten Kapelle. Als Rote Kapelle bezeichnet die Gestapo sowohl Spione des sowjetischen Nachrichtendienstes als auch Widerstandskreise im Deutschen Reich. Zu den über 150 Personen dieses Widerstandskreises gehörten Arbeiter, Beamte, Künstler, Offiziere und Ärzte, genauso wie Marxisten, Christen und Liberale, Frauen und Männer. Es waren Menschen ganz unterschiedlicher Weltanschauung. Was sie jedoch einte, war ihre gemeinsame Kritik am Nationalsozialismus. Hier einmal die bekanntesten Personen kurz zusammengefasst. Arvo Schulz-Boysen, geboren am 2. September 1909 in Kiel, war ein deutscher Publizist während des NS-Regimes, ein Offizier der Luftwaffe, NS-Gegner und führender Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Arvid Hanak, geboren am 24. Mai 1901 in Darmstadt, war ein deutscher Jurist, Nationalökonom und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Adam Kuckhoff, geboren am 30. August 1887 in Aachen, war ein deutscher Schriftsteller und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Alle drei Akteure teilten das gleiche Schicksal, und zwar, dass sie im Strafgefängnis plötzlich hingerichtet wurden. Die Aktionen der Roten Kapelle bestanden meist daraus, illegale Flugblätter zu drucken, Juden und Oppositionen zu helfen und die Verbrechen des NS-Regimes zu dokumentieren. In der Nachkriegszeit gab es verschiedene Ansichtsweisen in Bezug auf die Rote Kapelle. In der BRD wurden die Mitglieder der Roten Kapelle noch Jahrzehnte nach Kriegsende als kommunistische Vaterlandsverräter diffamiert, während sie in der DDR als antifaschistische Helden gefeiert wurden.